wunderschönen Gurkentag, meine sehr geehrten Gurken und Gurken. Darf ich euch vorstellen, das ist ein Paket. Dieses Paket hier würde ich gerne aufmachen. Darf ich? Ja, darf ich? Cool, danke. Dementsprechend willkommen bei Max Beat Shop Community. So, von Björn. Wir haben ein Fettberg von Björn. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Null. Komplett ungeöffnet und auch sehr gut verklebt. Guck, was jetzt kommt. Ich bin gespannt. Da verfüllt schon der Hammer. Also ich habe schon die verrücktesten Kram ausgepackt, ne? Ich will noch nicht kaputt machen. So, das kann zurück, weil das ist das letzte in der Fanpaket-Armada. Zack. So, gucken wir mal rein. Björni, was geht ab hier? Gurken-Ehrenmann! Am 27.02.2021. Oh, vor anderthalb Wochen ungefähr. Es nennt mich erstmal Gurken-Ehrenmann. Ich bin die Ehrengurke. Keine Ehrenpflaume, man kennt mich. Warte. So. Jetzt bin ich gespannt, was hier kommt. Niebel am 27.02.2021. Moin, Gurken-Ehrenmann. Nun ist es endlich soweit, dass ich es mal schaffe, dir mein erstes Fanpaket zukommen zu lassen. Vielmal Dank. Ich hatte meinen Kabuff entrümpelt. Bei mir ist halt ein Stall, bei dir ist halt ein Kabuff. Geil, läuft bei uns. Und noch so ein paar Kleinigkeiten gefunden für dich, die keine Verwendung mehr habe. Für die ich keine Verwendung mehr habe. Vielleicht hast du dafür ja Verwendung. Lass dich nicht von den Kommentaren und so weiter, auch nicht durch Corona, kleinkriegen. Du meisterst das alles so. Klasse. Ich bemühe mich. Stets bemüht, Alter. Grüße gehen natürlich auch an Tine und Hanna raus. Sowie die für den ungeborenen RCS. Mach weiter so. Jo, hoffentlich. Er grüßt den Gurken-Ehrenmann. Ganz lieb, Björn und Familie aus Niebel. NF-Land. Weißt Bescheid. Jetzt bin ich gespannt, was hierbei rauskommt. Also, erstmal Grüße zurück. Ich probier's. Ich guck rein. Ich gucke. Was hat Björn hier auf dem Dachboden liegen? Einiges. Wir fangen an mit das hier. Was ist das? Displayreiniger. Okay. Ist ein Audi-Zeichen drauf. Warte mal, das macht man auf, zieht man raus und wischt man nur. Das wischst du echt nur, guck mal, packst du aus und wischst du mal weg. Okay, lassen wir eingepackt erstmal. Wird immer eine Reliquie im Gurkenmuseum. Was haben wir hier noch? Glaspolitur. Ist so ein Prittstift? Von Audi. Aber hartes Zeug. Da würde ich mir jetzt nicht so reinziehen, wenn ich ehrlich bin. Es gibt Glaspolitur? Wusste ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Machen wir jetzt. Das sind Zünd. Och, guck mal. Also ich würde mal sagen, da ist irgendwer ganz, ganz hart mit VW oder VAG und Audi verheiratet. Guck mal hier. Original VAG-Kerzen. Zündkerze. Sparkplug. Candela. Butcher. Boogie. Sapolowski. Swika. Das ist Scheißsprache, das ist zu lang. Hier ist eine. Der NGK. Nagelneu. Mit VW-Zeichen drauf. Sehr, 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 sehr geil. Die müssen man eigentlich so erhalten, diese Kerzen, weil die Packung ganz cool ist. Also, ich meine, so in 20 Jahren, weißt du, was ich meine? Damals, als wir noch Sim-Kerzen gehabt haben in unseren Autos, bevor dieser komische Kram kam mit, keine Ahnung, Elektro, Fahrrad, was weiß ich für alles. Noch mehr Zündkerzen. Laser Platinium. Metallnummer. Packe ich jetzt nicht aus. Zündkerzen kennen wir ja schon. Was haben wir hier noch? Nochmal so ein Schwamm? Ja. 2 in 1. Klaus? Linksbums? Gar nicht mal so einfach. Was ist das? Ein Ball. Ein Golfball. Aha. Golfball. Ha. Kann man machen. Ist das ein Stück? Junge! Der kommt auf meinen Trabi. Der kommt auf meinen Trabi. Guck mal hier. RS6-Schriftzug, original verpackt. Der gehört auf meinen Trabi. Das ist genau das Scheiße, der auf eine Gurke muss. Was ist das? Ah, ich will nicht knallen lassen wie die Katzenbabys.
Nicht, dass die Katzenbabys nachher noch einen Schreck kriegen. Ne? Meine Schnuckis? So, was haben wir hier? Nix. Hier haben... Oh, ein nagelneues VW-Zeichen. Guck mal. Was ist da unten in jeder Ecke? Da. Einmal richtig schöner Satz H7-Lampen. Alter, da staubt dran. Ich hab fast geniesen. Das ist fast niesen. Oh, ich hab voll den Staubi hochgejubelt. Alter Schwede. Aber er geht weiter. So, Osram, H7-Lampen, nie weg. Nie. Und hier so eine riesengroße Kiste. Passat 3C, vorne links. Okay. Blinker, dann ist das hier. Was sind das? Das ist eingepackt, als wäre das fucking Excalibur. Ich sag euch das. Da ist ebenso schön Plastik drin. Da ist ein Türgriff drin. Da ist ein Türgriff drin. Ich sag dir was. Hier, guck. Hier mit. Original VW. Hier, guck. Ja, kann man machen. Schickt er mir erstmal einen Türgriff von Passat 3C. Verrückt. Es ist doch verrückt. Hast du mal so einen gefahren war und hast gedacht, oh komm, schicke ich dir Max einen Türgriff davon. Ja, wieso nicht? Ich packe ihn erstmal in mein Gurkenlager ab. Warte, ich muss ihn wieder da reingesteckt kriegen, weil die Kiste ist cool. Das sind solche Sachen, die kann man fast schon eigentlich weglegen und mal für die nächsten 20 Jahre hoffen, einfach nur fürs Museum. Aber 20 Jahre das Museum haben, wer weiß, wie lange das noch geht. Was ist denn hier? Alter, das brauche ich auf jeden Fall. Das brauche ich auf jeden Fall. Das sind... Ja, das brauche ich. Definitiv immer schon. Ein Radioklammer-Ausbauset. Also Radio-Ausbauset. Damit kannst du von verschiedenen Marken, wie hergestellt ist, das sind diese Baupunkt-Dinger, da kennst du diese komischen Stifte, dann kann man die Radios ausbauen, ohne die mit einem Schraubenzieher rauszubrechen. Alter, das kommt dann mehr in die Wand. Das brauche ich ganz, ganz oft. Danke dir. Und ein Radio von VDO. Okay. Was kann das? Das ist ein Radio, was hat ein CD-Laufwerk. Perfekt. Ich wollte gerade sagen, ich denke, da ist nichts dran, aber es ist ein CD-Laufwerk. Seht ihr hier. Einbauraum fehlt leider, aber ist nicht schlimm. Ich nehme mal Heißkleber und klebe irgendwelche Gurkenrahmen da oben rum. Dann geht das, weil ich habe ganz, ganz wenig von diesen komischen Plastikumrandungen. Fragt mich nicht, warum. Die gehen immer als erstes verloren. Dankeschön. An dich, an euch alle. Ja, was soll ich jetzt groß erzählen? Das wird auf jeden Fall in Ehren gehalten. Vor allem diese Sachen hier, sowas hier, das sind solche Sachen, die kann man mal in 20 Jahren nochmal angucken, die packt man ins Museum. Und in 20 Jahren ist halt schon wieder was Seltenes. Weil hat keiner mehr einen Display-Schwamm von Audi. Wer hat von euch einen Display-Schwamm von Audi? Da ist ein Knopf drauf. Ich will sie kaputt machen. Dankeschön und... Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Beim Gurkenkönig. Montag.